Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu einer Rezension und zwar zu dem Buch Niemand wird sie finden von Caleb Röhrig. Dieses Buch ist 2017 erschienen, kostet nur 14,99 €, ist aus dem CBJ Verlag und hat ungefähr 408 Seiten. Und was kann ich euch zu diesem Buch sagen? In diesem Buch geht es um Flynn und Flynns Freundin January oder January? Ich weiß nicht, also sie hat den Namen wie Januar auf Englisch. Und ich war da schon immer, wie spricht man das aus? January, oh, so komisch, auf jeden Fall so heißt sie. Und sie wird vermisst. Und direkt im ersten Kapitel kommt die Polizei zu Flynn und fragt ihn, wann er sie das letzte Mal gesehen hat, in was für einer Stimmung sie war und was er ihnen darüber sagen kann, ob sie vielleicht nur abgehauen ist, ob sie vielleicht entführt wurde. Und Flynn ist total perplex, er kann sich nur daran erinnern, dass sie total aufgewühlt war auf ihrem letzten Treffen und dass sie eigentlich mit ihm Schluss gemacht hat. Und das passiert direkt auf den ersten Seiten. Und ja, das ganze Buch handelt dann natürlich darum, dass Flynns Freundin bzw. Ex-Freundin gesucht wird und dass er auch selber sucht. Denn man bekommt natürlich nicht die Suche von der Polizei mit, außer die paar Male, die sie Flynn befragen, sondern man bekommt mit, wie er wirklich den kompletten Freundeskreis seiner Ex-Freundin besucht und diese alle ausfragt und Selbstnachforschungen anstellt. Und genau, darum geht's hier. Und ich fand das Buch, also es ist ja ein Jugendthriller, ne? So wird es ausgeschrieben quasi. Also so ist die Genrebezeichnung, wo der Roman reinpasst. Und ich habe ja noch nie einen Jugendthriller wirklich gelesen. Auch Thriller so an sich sind nicht so wirklich mein Ding und deswegen war ich sehr, sehr gespannt auf dieses Werk und ich muss sagen, dass ich echt, ich fand es super. Also der Schreibstil war so locker flockig, man ist wirklich sehr schnell reingekommen. Ich habe das Buch auch innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Ich habe, glaube ich, am ersten Tag 80 Seiten gelesen, weil ich nicht wirklich viel Zeit hatte und dann am zweiten Tag habe ich es komplett durchgelesen, weil ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Es war noch nicht mal so, dass es am Anfang direkt super spannend wurde. Es war einfach so super geschrieben, dass man so leicht in die Geschichte reingekommen ist. Und auch die ersten Seiten, wo Flynn eigentlich nur ein paar Freunde fragt, ob die irgendwas wissen und er sich wirklich erstmal nur rumfragt und sich erstmal so selbst seine Hintergründe so ein bisschen hier verdeutlichen, wo noch nicht wirklich Spannung auftaucht, sind wirklich trotzdem wahnsinnig reinziehend, also in die Geschichte reinziehend, weil der Schreibstil einfach so toll ist. Und dann zum Schluss, wo wirklich auch spannende Stellen kommen und wirklich sehr krasse Stellen auch kommen, ist es natürlich noch umso toller, dass der Schreibstil so super ist. Und ich muss sagen, dass ich bis zum Schluss, also ich bin, wo die Auflösung gekommen ist, das war noch nicht am Ende des Buches, war ich überrascht, weil ich nicht darauf gekommen wäre, wer es ist. Ich hatte jemand anderes in Verdacht, der quasi January entführt oder was auch immer mit ihr gemacht hat. Da müsst ihr natürlich selbst dahinter kommen. Und zum Schluss hat sich die ganze Geschichte quasi nochmal gewendet. Wirklich, auf den letzten Seiten ist dann nochmal etwas passiert, wo ich gesagt habe, okay, wäre ich niemals drauf gekommen. Und ich wurde sehr, sehr schnell durch diese Geschichte durchgeführt, quasi durch den Schreibstil und war wahnsinnig überrascht von dieser Geschichte. Und ich muss sagen, dass hier natürlich sehr, sehr viele Klischees bedient werden. Also in diesem Buch passiert sehr viel. Und ich muss dazu sagen, dass diese 409 Seiten quasi 2 Wochen umfassen. 2 Wochen ist echt nicht viel für 400 Seiten, ja. Und dafür passiert hier wirklich super viel. Also dafür passiert hier sehr, sehr viel, auch Klischeehaftes, das muss ich dazu sagen. Also es werden sehr viele Klischees bedient und sehr vieles passiert auf einmal, wo man sich so denkt, okay, da hätte jetzt auch eine Sache gereicht. Aber ich war so überzeugt von dem Buch, dass es von mir 5 Punkte bekommen hat. Und das bedeutet, alle meine 5 Kritikpunkte haben hier 5 Sterne bekommen. Die Plotentwicklung, weil ich das so krass fand, dass das Ende mich nochmal komplett so hat aufsehen lassen, so, was? Und ich niemals dahinter gekommen wäre. Dann der Schreibstil, den ich von Anfang an durchgehend super fand. Auch wenn noch nicht so viel passiert, war der toll. Die Charaktere fand ich super. Also ich fand Flynn vor allem hier ein super Typ. Also er wurde von allen Seiten attackiert, das muss man dazu sagen. Er wurde von allen Seiten attackiert, hatte selbst auch noch Probleme. Also er hatte auch noch Probleme außerhalb dessen, dass seine Ex-Freundin verschwunden ist und seine beste Freundin quasi auch verschwunden ist. Und das kommt eben noch dazu. Ich sag euch nicht, was es ist, auch wenn es in den ersten Kapiteln wirklich schon erzählt wird. Aber das ist eben etwas, das dieser Geschichte noch mehr Pep gibt. Was dieser Geschichte auch etwas gibt, das wirklich nur Flynn quasi gehört und nicht seiner Freundin. Und die Atmosphäre fand ich toll. Also wir haben hier natürlich einmal Flynns Zuhause. Dann haben wir die Schule seiner Freundin, denn sie geht auf eine andere Schule als er. Und dann
haben wir noch die Scheune, das geheime Versteck von seiner Freundin und das Haus, wo sie wohnt. Und das sind wirklich Orte, die alle sehr ausgestaltet wurden und die mir sehr gefallen haben und wo ich mich sehr reinfühlen konnte. Und das war alles auch super mit Gefühlen kombiniert, also mit Gefühlen, die der jeweilige Charakter zu diesem Ort hat. Und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich die Unterhaltung, ja, wenn alles passt, dann passt die Unterhaltung natürlich auch und dementsprechend alles 5 Punkte. Und insgesamt hat das Buch dementsprechend natürlich auch 5 Punkte von mir erhalten, weil ich wirklich fand, dass es ein rundum gutes, gelungenes Paket war, das mich überrascht hat, das mich, ja, sehr überzeugen konnte. Und deswegen fand ich die 5 Punkte dafür gerechtfertigt für mich. Ich denke mir, für Leute, die vielleicht öfters mal Jugendthriller lesen, weiß ich nicht, ob das denen auch so gut gefallen würde, weil hier wirklich sehr, sehr viel passiert, auch sehr, sehr viel Klischeehaftes meiner Meinung nach. Und mich hat es nicht gestört, weil ich Jugendthriller nicht so wirklich oft lese. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht auch nur mir so aufgefallen ist, dass so sehr, sehr viel bedient wird an Details, die vielleicht manchmal einfach noch auch ein bisschen übertrieben sind. Aber ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn man wirklich oft Thriller liest, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen übertrieben daherkommt. Und ich finde, das ist aber wirklich ein Jugendthriller. Also es sind nicht sehr, sehr krasse Dinge passiert. Nur an einer Stelle war wirklich eine Seite, wo ich gesagt habe, wow, wo ich dann erstmal weglegen muss und gedacht habe, so, ne? Aber das war wirklich nur auf einer Seite. Und ansonsten war das alles eigentlich so, dass ich sagen konnte, ich konnte es lesen, ohne dass ich irgendwie Angst vor irgendwas hatte. Und ich meine, es war spannend, aber es war nicht irgendwie übereklig oder übergruselig, so Sachen. Das sind eh so Dinge, die ich nicht mag. Es war sehr spannend und deswegen hat mir das sehr gefallen. Und ich würde auch wirklich sagen, dass es in die Jugendsparte auch fällt. Das ist eigentlich ziemlich klar, denn es geht natürlich um 15- bis 16-Jährige. Und es geht tatsächlich auch wirklich um Selbstidentifizierung, nämlich von Flynn. Und das fand ich eben so toll. Das ist schon in den ersten Kapiteln ist das so sichtbar geworden, dass er ein Problem mit sich selber hat. Und oh, das war so für mich, okay, ich habe hier nicht nur den Aspekt, seine Freundin ist verschwunden, sondern ich habe hier auch wirklich den Aspekt, es geht auch darum, dass er sich dementsprechend weiterentwickelt und herausfindet, was er eben ohne seine Freundin ist. Und oh, das fand ich so toll. Ich fand das Buch einfach wahnsinnig gut und damit schließe ich jetzt die Rezension. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!